Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Dark Cloud für die PlayStation 4. Ja, letztes Mal, Leute, da sind wir hier in der Burg Düsterhimmel gelandet. Und das dürfte offenbar das letzte Gebiet sein, zumindest laut Karte noch. Von der Story her würde ich sagen, ja, so ist es. Und jetzt lasst uns mal hier reingucken. Um sich dann letztendlich dem eigentlichen Djinn zu stellen, der die ganze Zeit im Körper dieses Generals feststeckte. Und der hat seinen Körper verlassen und keine Ahnung, wo er jetzt drinnen ist. Auf jeden Fall glaube ich, dass er hier in diesem Sephiroth-ähnlichen Typen steckt. Aber das werden wir definitiv noch rausfinden. So viel steht fest. Hä? Ich wusste, du würdest kommen. Ich wusste, dass du es schaffst. Vor langer, langer Zeit wurde er hier in dieser Burg geboren. Hier begann der Albtraum, der 400 Jahre währte. Und ich erschuf das Monster. Was? Es geschah vor 400 Jahren. Die Kontinente des Ostens und Westens führten noch Krieg. Ich war König im Osten, für mein Volk bekämpfte ich den Westen. Der Krieg eskalierte und schließlich kam es zur entscheidenden Schlacht um das Schicksal des Königreichs. Von der magischen Armee des Westens in die Enge getrieben, musste ich eine Entscheidung treffen. Doch unsere Niederlage schien unabwendbar. Dann unterbreitete mir ein düsterer Herr ein Angebot. Gibt man das Blut einer Hexe in einen menschlichen Körper, entsteht eine schreckliche Macht. Nutze diese Macht, um im Kampf zu siegen, sagte er. Er wollte diese aus der Vermischung des Bluts hervorgehende Macht an mir ausprobieren. Um mein Volk zu beschützen, traf ich eine Entscheidung. Meine Zauberkräfte stiegen ums Hundertfache, es war eine erschreckende Macht. Ich setzte diese Macht ein und besiegte den Westen. Doch zu dieser Zeit schwoll das schwarze Blut bereits in meinen Adern an. Und kurz danach geschah etwas sehr Tragisches. In meinem von Trauer erfüllten Herzen vollzog sich ein Wandel. In mir wurde etwas geboren. Es wuchs und wuchs und trat schließlich hervor. Es war eine absolute Macht, niemand kann sie mehr aufhalten. Auch die Königreiche des Ostens wurden davon verzehrt. So wurde Djinn geboren. Ich versuchte meinen Fehler, Djinn auszumerzen. Dann erfuhr ich in einem alten Buch etwas von einem Stein namens Atlamilia. Das ist ein wertvoller Edelstein, den die Erde in gewissen Abständen hervorbringt. Von einem Wahrsager erfuhr ich, dass Atlamilia in 400 Jahren, also in dieser Epoche, wieder erscheinen würde. Ich bediente mich eines verbotenen Zaubers, um die 400 Jahre zu überwinden und hierher zu kommen, um Atlamilia, den legendären Edelstein, zu finden. Das tat ich im Glauben, dass Atlamilia die dunkle Macht des Djinns zu versiegeln vermag. Atlamilia ist der Schlüssel zu einer anderen Dimension. Es ist der Stein, der jetzt in deinen Händen glänzt, Nexus. Das Mondvolk verstand es, den jungen Djinn einzusperren. In seiner Urne sammelte Djinn Kraft und begann die Welt zu beeinflussen. Du weißt genau, wann das geschah. Heute könnten wir ihn selbst mit Atlamilia nicht einsperren. Es ist der Geist des bösen Willens. Wird er die Welt vernichten? Nein. Er will seinen Geist durch alle Zeitalter schicken, um die Geschichte mit Hilfe seiner Schergen an sich zu reißen. Er ist ein furchtbares Wesen. Ich habe ein Monster erschaffen. Nexus, Djinn ist die Verkörperung negativer Energie. Er lebt nicht, also kannst du ihn nicht töten. Doch du kannst die Geschichte seiner Geburt verändern und sein Wesen auslöschen. Was? Dazu? Schnaufen. Bleibt. Okay, da gibt es jetzt irgendeinen Fehler. Ein Grafikfehler. Ich kann jetzt leider auch nicht wirklich lesen, was hier steht. Ich versuche es ein bisschen. Oh, wenn er meine Gedanken bestimmt, bin ich nicht mehr ich selbst. Schnaufen.
Oh, da lacht er schon. Seda, es ist zu spät, es hat keinen Sinn. Wehr dich nicht mehr und gib mir alles. Deinen Körper, deinen Geist, deine Kraft. Oh. Ugh, Nexus, durchquere die Galerie der Zeit und begib dich in sein Zeitalter. Und mit der Macht Adlamilias. Huh? Ich kann diesen Körper nicht aufgeben, noch nicht. Ugh. Galerie der Zeit. Diese Schritte führen mich auf eine lange Reise. Öffne dein Tor und führe meinen Geist. Der verbotene Zauber. Der Junge wird die Galerie der Zeit nicht überwinden. Schade, dass es so sinnlos sterben muss. Geh, Nexus, in die gefürchtete Vergangenheit. Lösche sein Wesen aus. Du wirst schon wissen, was du dort zu tun hast. Folge den Erinnerungssplittern, die ich in der Galerie der Zeit hinterlassen habe. Dann wirst du sehen, was du zu tun hast. Gehe jetzt! Ja, dann verschlägt es uns offenbar in die Vergangenheit. Was ziemlich interessant sein kann, denn da werden wir sicher wieder ein bisschen Story miterleben. Vor allem frage ich mich jetzt, ob wir noch irgendwas aufbauen können. Oder ob sich das Spiel jetzt ein bisschen in der Hinsicht verändert. Galerie der Zeit. Fünf Jahre zurück. Interessant. Aber es gibt auf jeden Fall noch Steinchen. Aber zuerst werden wir mal die gute alte Mauzi uns rausholen hier. Sind da böse Kreaturen? Böse Fledermaus! Gut, one hit. Okay. Upsa. Na guckt mal hier. Haben wir auch gleich ein Level up mit der Waffe. Die Frage ist nur, okay, wir haben schon Aufrüsten, natürlich. Plus 13, Leute. Nicht schlecht. Genau, ich wollte gucken. Dazu brauchen wir ein bisschen Katzendings und ich glaube Dino-Zeugs. Katzendings und Dino-Zeugs. Gut, wir können auf jeden Fall Angriff reinsetzen, das ist Wind. Also ich glaube, das ist hier. Ist das das? Ja. Aber was ist dieses Katzenzeugs? Tierangriff. Aber das habe ich jetzt, glaube ich, nicht. Egal. So. Ich bin jetzt auch sehr gespannt, ob wir jetzt immer weiter zurück in die Vergangenheit reisen, weil die erste Ebene ja 5 Jahre in der Vergangenheit heißt. Ich glaube, wir werden uns hier so irgendwie langsam bis zum Beginn oder bis zur Geburt des Djinns vorarbeiten. So quasi durch diesen Zeitstrom wandeln, bis wir unser Ziel erreicht haben. Uhrzeiger. Verdammt, Opfer eines Fluchs. Na gut, die Waffe wollen wir sowieso nicht tauschen. Ja, also ich glaube, das ist genau so, dass wir hier einfach bis zum Zeitpunkt der Geburt des Djinns vordringen müssen. Im Prinzip so wie immer eigentlich. Ein paar Ebenen
die halt jetzt auch ein bisschen anders heißen. Aber im Grunde dasselbe. Ah ja, da haben wir schon den ersten Atlas. Ich bin jetzt gespannt, was wir hier finden können noch. Eine Krone. Na gut. Wieso nicht? So. Das ist dann wohl der Ausgang, ja. Ich glaube, den Zeiger haben wir aber schon. Das heißt... Ui, ich will mich nicht treffen lassen von diesen Staubwolken. Keine Ahnung, was sie tun. Sicher nichts Tolles. Uppa. Okay. Ja, und hier geht's dann auch in die geheime Ebene. Ja, wie auch immer man dorthin kommt. Aber da wollen wir jetzt sowieso nicht hin. So, da brauchen wir unseren kleinen Freund, wie hieß er noch? Osmond. Und einfach rüberfliegen. Was gibt's diesmal? Ein Bett. Ja, okay, gut. Bett und eine Krone. Why not? Ich würde... Nee, es hat keinen Sinn. Hier gibt es nämlich zwei Atlasse, aber... Bringt jetzt nichts. Verdammt. Okay, jetzt wissen wir zumindest, was diese Wolke hier bewirkt. Und zwar... Ach, jetzt weiß ich auch wieder, wie dieses komische Viech von vorhin hieß, nämlich Tran. Dieser Fuche. Weil nämlich auch die Feder nach ihm benannt worden ist, die wir hier benutzen können, um sich schneller zu bewegen. Ach, das ist echt. So. Haben wir irgendwas, um uns vor diesen Sticky-Icky hier. Na gut. Why not? Brauchen wir sowieso sonst nicht. Also, und ich glaube, das war's auch hier, was den Raum angeht. Öffnen wir noch die Truhen. Okay. Vater, ja, Okay, wir haben gerade Vaters Tod eingesteckt. Und den Vater. Ich bin sehr, sehr gespannt, was wir hier aufbauen können. Das wird sicher noch sehr interessant. Und vor allem, wie sich Vaters Tod bemerkbar macht. Den könnten wir aber jetzt ein bisschen sogar lassen. Osmond, um die Kreaturen hier vielleicht sogar zu killen. Weil hier gibt es zumindest noch einen Raum. Und den möchte ich auch mir noch angucken. Ja, okay. Er ist halt nicht besonders stark, aber immerhin macht er Fernkampf und dadurch kann man es zumindest vermeiden, getroffen zu werden. Der geht sogar recht gut. Wenn er sich nicht gerade hier in die Abwehrhaltung begibt. Ja, hier gibt es zumindest mal das hier. Ich riskiere es jetzt. Voller Energie. Ja, dann wird der noch
relativ easy sein. Ja. Und zwei Kisten. Ja gut, und im anderen ist dann dieser komische Dämonenstein. Oder Zauberkristall, Dämonenstein. So, jetzt können wir ja hier dann auch schon die Ebene verlassen. Okay, ja, den Zeiger sollten wir vielleicht noch montieren. Ah, hier. Oder die Zeiger. Sind ja sogar zwei. Ziffernblatt. Aber das macht natürlich Sinn. So, Verlies ist kurzzeitig verlassen, denn ich bin jetzt sehr gespannt, wo es uns jetzt hin verschlägt. In diese komische... Na, guck mal, Großvater ist hier. Kann nicht Gegenstände kaufen. Ah ja. Aber eigentlich... Na gut, das können wir... Das können wir... Ach so, da könnte ich nämlich jetzt gleich die Goldbahn reinlegen. Und wer rechnen kann, der wird merken, dass ich hier schon 2, 4, 6, 8000 Münzen drin habe. Bringt mir aber auch nichts, denn... Angriff plus 1. Das brauchen wir. 1, 2. Aber hier kann ich auch nichts aufbauen. Vielleicht, wenn ich hier zurückgehe. Geht's hier raus? Nope. Hier geht's raus. Burg Düsterhimmel. So, ja. Hier kann ich auch nichts bauen, oder? Wo kann ich dann was bauen, Leute? Wo? Ich kann hier nirgendwo was bauen. Was bringen mir dann die ganzen Atlas-Sachen hier? Kann ich hier vielleicht raus? Nope. Hm. Ja. So viel dazu. Ich glaube auch nicht. Ich meine, das wäre hier natürlich der perfekte Platz eigentlich. Um zu bauen, denn das ist ziemlich weitläufig. Aber definitiv nicht der richtige Ort. Dann gucken wir nochmal in die Galerie. Vielleicht konnte ich sogar in der Galerie? Nee. 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 Okay. Tja. Gut, 18 Jahre zurück. Ja. Aber bevor wir uns hier noch weiter in die Vergangenheit begeben, mache ich erstmal jetzt einen Cut und sage danke fürs Zusehen. Wir haben auf jeden Fall noch einen langen Weg vor uns. Ich meine, so lange ist er jetzt nicht mehr, aber es sind definitiv, also ich würde sagen, es sind höchstwahrscheinlich noch so um die 10 Parts, würde ich jetzt meinen. Ja. Und ich hoffe natürlich, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Denn dann begeben wir uns hier 18 Jahre zurück in die Vergangenheit. Und vielleicht auch noch ein bisschen weiter. Wir werden es sehen. Na gut, Leute. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.